frozen when heaven extinguished the pyre. But one spark is enough to reignite a revolution. The Bone Shaker, our train, travels the rail connecting our two worlds. The last surviving remains of the pyre drives the heart of our engine. The gilded wing will stop at nothing to destroy it. But the champions of hell will defend what's ours. Because if we don't, there will be nothing left to defend. Ah, jedes Mal geil zuzusehen beim Intro. Und willkommen zu Monster Train DLC The Last Divinity. Die letzte Gottheit. Aktiviere den Die letzte Gottheit DLC im Zugriff auf das Wurmlingstamm. Ja gut, das ist okay. Ich habe das DLC nicht in der Demo-Version oder in der Beta-Phase gespielt. Von daher ist alles neu für mich. Wir checken mal die Standort. Gibt es andere Sachen in der Herausforderung? Nein. Aber in der Standardreise. Dann gucken wir uns doch gleich mal die Wurmlinge an. Neuer Stamm freigeschaltet. Wurmlinge. Erwecke die zurückgezogenen Wurmlinge. Diese Wächter der Titanenkunde und der Vergangenheit haben im Laufe der Jahrtausende eine besondere Macht angereichert. Definitiv höllisch gut. Nehmen wir gleich mal als Hauptstamm. Ja gut. Sollen wir mit einem Packtrank spielen? Ich möchte eigentlich erstmal den Stamm kennenlernen. Nebenstamm machen wir einfach random. Wird schon irgendwas passieren. Von der Aufmachung her, es sieht groß aus. Sehr kristallin. Sehr hübsch. Würde ich mir auch als Haustier zu Hause halten. Ja, doch. Dann lass mal gucken. Abfahrt. Gibt es neue Story-Twists oder so? Was ist das denn hier? Ein Wurmzahn. Stammstartkarten haben Beseelung. Eine Karte in jedem Wahlpack hat Beseelung. Beseelung. Füllt einen irgendwas auf der jeweiligen Ebene, wenn die Karte gespielt wird. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das alles ist. Hätten sie auch mal hier irgendwie erklären können. Aber vielleicht hätte ich mir auch einfach das DLC durchlesen sollen. Aber nein. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier Angriffe. Bei einem Angriff erhalte ein so ein... Keine Ahnung, was das ist. Ein buntes Gedöns kann ein dunkles Gedöns überschreiten, aber überschüssige Gedönse werden am Ende des Zugs... Wir nehmen das einfach mal. Wir lassen uns überraschen, was das ist. Und als Artefakt, das hier ist neu, oder? Wenn eine Karte mit Verbrauch gespielt wird, erhalten alle Karten plus 1 magische Kraft für den Rest des Kampfes. Komm, lass uns das einfach mal nehmen. Ich habe mich da nicht sonderlich groß eingelesen. Ich weiß nur, dass es irgendwie spezifische neue... Oh, okay, Echos. Okay, uns wird ein bisschen was erklärt. Sammle geladene Echos, um Zauber und Einheiten der Wurmlinge auf dieser Ebene zu verstärken. Wenn mehr Echos als leere Plätze vorliegt, verschwindet der Überschuss am Ende des Zuges. Spiele Karten mit Beseelung, um der Ebene Echos hinzuzufügen. Das Startartefakt der Wurmlinge, der Wurmzahn, wendet Beseelung auf Startkarten und eine Karte pro Draftwahl an. Ah ja, das Ding hier oben haben wir auch schon gelesen. Okay. Ich habe in Armageddon gekämpft. Hey, schöner Film. Okay, wir haben auf jeden Fall die schmelzenden Relikte als Nebenstamm. Beseelung wendet 2 Schnitter an. Was sind denn Schnitter? Nach dem Kampf nimmt die Einheit einen Schaden pro Echo-Stapel. Wird nicht reduziert. Wie wird nicht reduziert? Der Schaden wird nicht reduziert, oder? Okay, da geht ein bisschen was ab, ne? Warum bröckelt hier dann alles? Oh.
Na gut. Füllt einen auf der jeweiligen Ebene. Ja gut. Die sterben sowieso. Dann ist das ja eigentlich fast egal, wenn ich das auf die drauf mache, oder? Ja, lass uns mal gucken, was das macht. Toll, wir haben jetzt 20 Schaden gemacht. Das hätten wir aber vorher auch, oder? Was macht denn diese Besiedlung jetzt ganz genau? Ich habe keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass wir hier unseren Dude schützen sollten. Und hier uns Geld holen. Das hier lassen wir jetzt einfach mal, weil das muss nicht unbedingt hier extra Schaden nehmen, wo es nicht nötig ist. Ja, wir hätten ihn nicht ganz unten hinpacken sollen. Die machen nur noch einen Schaden. Dann klatschen wir hier einen Tank hin. Zack, alles stirbt. Dann machen wir hier einen Tank hin. Immerhin stirbt einer. Und hier machen wir ihn hier hin. So. Das mit der Beseelung ist mir jetzt noch ein klein bisschen suspekt. Okay, da ist die letzte. Ja, genau. Dann machen wir hier einfach. Der brennt sowieso aus, ist egal. Und, ach, nicht mehr genug Saft. Egal. Das sieht auch böse aus hier. Ja gut, also die erste Ebene ist schon mal weg. Auf der zweiten können wir immer noch nichts basteln. Oh, jeez. Oh. Wir können das auf... Wir können das auf Gegner casten? Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Oh, bitte steinigt mich nicht, dass ich das auf meine Viecher gemacht habe. Der kann das auf Gegner casten. Ja, gut. Ich dachte, ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das für unsere Viecher gut ist. Wahrscheinlich, weil ich gesehen habe, oh, schmelzende Relikte, da mache ich meine Zauber mal drauf, ne? Okay, und das hier hat so einen Shard, ne? Oder Echo, wie auch immer. Verkündigung. Beseelung, Einklang, 2 Extraktionen, füge der vordersten gegnerischen Einheit 50 Schaden zu? Was ist denn Einklang? Multipliziere die Effekte von magischer Kraft um 5. Aha, haben wir momentan nicht. Extraktion, verliere Echo, nachdem du diese Karte gespielt hast. Wenn dies nicht möglich ist, kannst du die Karte nicht spielen. Ah, okay, macht aber 50 Schaden, das ist schon krass. Und jedes Mal, wenn wir die spielen, würden wir auch einen wieder rauskriegen. Na gut. Angereicherte Echos. Verbrauch. Wende Beseelung auf Karten auf der Hand an. Oder zweimal Extraktion. Aber wendet 15 Attack auf den Dude. Nee, ich glaube, ich nehme das hier. Einfach weil das uns auch so Echos gibt. Und. Ja. Tarnung ist nice. Das nehmen wir. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ach, und hier, das ist das Banner der Wurmlinge? Das sieht schon ein bisschen seltsam aus. Wir gucken aber mal, was gibt's denn hier Schönes? Okay, einen Hund und, keine Ahnung, Peiste. Ein Grellwächter. Reichweite, Schnitzen. Wende 2 Schnitte auf gegnerische Einheiten an. Oh. Das hört sich gut an. Der hier erhält 10 Attack, 10 Life, uff. Und jeweils einen Dingsbums pro Echo. Kann man das denn kann man das die Ebene überladen mit ihm? Also, dass der zum Beispiel immer nur zum Spielen einen Platz braucht, aber bis zu wie auch immer viele Dinge haben kann. Die Sache ist dann die. Nee, komm. Wir gucken mal, was das mit den Schnittern alles so schön macht. So. +3 Angriff pro Echo.
Aber wir gucken mal. Der Multischlag, dann hast du schon mal mehr Schnitte am Start. Und 3 Angriff pro Shard können wir auch noch mitnehmen, ja klar. Der Rest ist jetzt nicht so irrelevant. Ich bin noch ein klein bisschen überwältigt, was die Wurmlinge und die ganze Mechanik damit angeht. Auf jeder Ebene... Ja, das sind aber nur 75. Ah, nee, komm, lass mal. Lass mal. Okay, er ist schon mal am Start. Gut. Dann stellen wir dich als Tank hin. Und du schnibbelst hier rum. Es ist eigentlich egal, dass wir hier Schnitter haben. Aber Hauptsache, wir füllen da ein bisschen was auf, oder? Wir könnten hier auch schon mal auffüllen, aber wir haben nichts, um die zurückzuholen. Von daher lassen wir das erstmal. Wir halten die in der Hinterhand. Okay, die sterben auch. Wir kriegen wieder 3 Schaden. Stellen den aber schon mal hin für das Geld. Ja. Ah, wir können den nicht unten reinspielen. Nach dem Kampf nimmt die Einheit 1 Schaden pro Dings an. Okay. Das heißt, wenn wir 4 hätten und der bekommt Schnitter... Okay, das multipliziert sich also mit dem. Okay, okay, passt schon, passt schon. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir versuchen, den Schnitter zu stacken. Ganz klar. Ah, du bist zu früh. Damn, hätten wir bei ihm hier brauchen können. Oh, er hat weitreichend. Stört aber trotzdem. Komm, dann spielen wir trotzdem noch hier ein bisschen Schnitter. Zack, passt. Jo. Macht schon Laune. Echostoß, Beseelung und Verbrauch. Füge einer Einheit 13 Schaden zu und schiebe sie nach hinten. Sumpffliege. Plus 5 pro... Ja, kostet halt nichts, ne? Oder ihn hier wieder. Ich glaube, wir nehmen den Echostoß. Ganz einfach, um ein bisschen variabler zu sein, was Gegner betrifft. Und eine Sprengfalle nehmen wir auch mit. Wir gehen da voll auf diese Echo-Shards. Wollen wir vielleicht sogar eine Einheit kopieren? Ihn hier? Komm, wir kopieren den. Ja, machen wir. Moment, dann wählen wir jetzt erstmal die Seite aus. Gehen zuerst mal zur Höhle. Da gibt es, glaube ich, auch neue Sachen. Ist aber nichts Neues, kennen wir schon. Glutasche-Ablagerung, ja. Wir nehmen 2 Fluchkarten auf und haben damit jede Runde eine Glutasche mehr zum Spielen. Dann kopieren wir uns die Einheit. Und heilen für 0. Nice. Das ist ja auch nur zum Kennenlernen, wie der Wurmclan funktioniert. Aber es ist eine schöne neue Mechanik. Ah nee, nicht schon wieder die Wutdödel. Aber wenn ich ihn jetzt schon mal oben reinstelle, das würde uns 10 Schaden machen. Na gut, aber hier unten brauchen wir uns auch nicht reinstellen. Das heißt, wir müssten uns hier oben reinstellen, das würde unsere Punktzahl senken, aber unsere Überlegungschance steigern. Der kommt weg. Und ja gut, machen wir schon mal ein bisschen Schnitter rein. Sie kommt nach unten. Oh, wir haben ihn ja nochmal. Stimmt. Gut, dann nehmen wir die Tarnung doch mit. 13 Schaden ist auch nicht verkehrt. Ah. Schade, dass wir hier kein Echo haben. Sonst hätten wir erst den spielen können und dann noch was anderes. Nö, dann lass uns doch hier ein bisschen Radau machen. Ja, das würde halt im Endeffekt einen Echo-Dings kosten. Egal. Machen wir. Oh nein! Ah, ich dachte. Oh fuck! Ich dachte, es geht einfach auf den ersten. Deswegen habe ich es einfach nach oben gezogen und habe mich selber getötet. Ja, Prost Mahlzeit. Habe ich gut hingekriegt. Oh, jeez.
Pro-Gamer hier wieder. Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ah. Klasse. Einfach nur klasse, oder? Komm. Schnibbeln hier. Die Sprengfalle könnten wir hier unten schon mal reinsetzen. Hm. Nee, komm, die Sprengfalle kommt hier hin. Und ihn setzen wir auch dahin. Einfach nur, um die Dinger hier voll zu kriegen. Ah. Das ärgert mich jetzt, dass ich ihn aktiv getötet habe. 10 Schaden. Hm. Du würdest das überleben. Du könntest... Nee, mach mal so. Und hier gibt es noch ein bisschen Schnitter dazu. Oh ja, 26x2 ist auch heftig. Jo, 56 Schaden durch die Splitter. Ast rein. Hier könnten wir auch noch ein bisschen spielen. Ach, der vordersten Einheit. Da könnten wir ihn aber schon mal rauslöschen. Oh, oder... Nee, halt, wir sollten hier was machen. Wir sollten definitiv hier was machen. Das ist aber schon fast verschwendet, ne? Egal. Mach mal. Wir müssen hier den Schaden rauskriegen. Aber hier können wir dann nochmal den Schnitter raushauen. Okay. Die letzte Welle ist am Start. Hier möchte ich den Schaden nochmal weghaben. Passt. Stirbt. Ja, komm. Wir setzen die Dödel hier rein. Einfach nur, damit da schon mal ein bisschen Schaden rumkommt. Die armen Zugbegleiter. Das sind immer die Bauernopfer. Ja. Du, meine liebe Dame, stirbst. Ja, das hat dir nicht so gefallen. Mir schon. Okay, was hätten wir Schönes? Alle Ausbrennen und Debuff-Effekte. Wir haben nicht wirklich viel mit Ausbrennen. Eigentlich gar nichts, oder? 4 Schnitter. Nagel der Wurmlinge, der ist neu. Nehmen wir einfach mal. Oh, nochmal so ein. Was ist denn Schale? Am Ende des Zuges entferne Echo von der Ebene und Schale von der vordersten Einheit mit Schale. Die Einheit wird schlüpfen, sobald alle Schale... Was? Ach, das... Oh, das ist eine Einheit, kein Zauber. Rufe Wirtlingsgruppe. Die sind, haben 20 Rüstungen, einen Multischlag, einen Schnitter auf gegnerische Einheiten. 30 Attack haben die. Das heißt, das Ding müsste 8 Runden überleben. Das heißt aber auch, Moment, da oben steht, entferne Echo von der Ebene. Was ist, wenn die Ebene kein Echo hat? Wir nehmen das einfach mal zum Ausprobieren. Und ich würde sagen, wir nehmen mehr Platz. Ja, definitiv mehr Platz. Und dann kaufen wir uns ein bisschen was. Ach halt, das ist ja nicht zum Kaufen, das kriegen wir einfach so. Ah, das wäre schön, wenn wir so ein Deck hätten, wo die Leute einfach wegsterben. Nö, dann wenden wir hier 50% Chance auf Schwindel für die Gegner. Bei den Wurmlingen... Oh, nochmal ein mit Schale. Was ist denn Inspiration? Wird einmal pro Shard ausgelöst. Ich sag immer Shard, Echo. Weil ich irgendwo mal auf dem englischen Dings gelesen habe, Adds Shard System oder sowas. Aber ich glaube, das haben wir hier noch nicht. Bin mir aber gerade auch nicht sicher. Inspiration. Wird einmal pro Dings ausgelöst. Das ist der haut da aber ordentlich zu, ne? Ist aber auch. Ist aber auch ein dicker. Komm, wir nehmen den einfach mal mit. Oh, und unseren Champ können wir auch noch verbessern. Richtig. Wir nehmen das da. Einfach, weil er dann doppelt angreift und 2 Shards produziert. Außerdem können wir ihn als Tank missbrauchen. Die 15 Rüstung
Ah, oh, das sind bei dem gestutzten Wächter, ist nicht so cool. Oh nee. Nicht der Eiledödel. Oh, crap. Ah, ungünstig. Der Wirbel, der ist Wirbelführer. Auch lustig. Na gut. Stellen wir hier als Tank hin. Aber wir haben nichts. Da gucken wir dann gleich mal, ob das wirklich um 1 sinkt. Oder ob es zum Beispiel heißt, wenn wir 2 Echos haben, dass das dann von 8 auf 6 sinken würde. Komm, wir nehmen den noch zum Zuhauen. Und komm, wir töten den. Ach, wir könnten den sogar auch noch einstellen. Möchte ich aber momentan nicht. Ach, soll ich den? Na komm, wir stellen ihn einfach schon mal hier hin. Alright. Dann haben wir hier genau das identische Wesen. Da können wir auf jede Ebene 1 stellen. Und das Ding hat immer noch 8. Mhm, okay. Dann bringt das wirklich nur was, wenn die Dinger hier gefüllt sind. Hier sind wir schon voll. Von daher würde ich das Ding einfach hier spielen, auch wenn es keine Auswirkungen auf die Gegner hat. Ah, da gibt es bestimmt auch ein Artefakt, das einfach jede Runde 1 macht. Ein Echo. Und jetzt der Dicke. Komm, den stellen wir einfach mal als Tank hier vor. Tarnung könnten wir... Ja, machen wir hier drauf. Und dann holen wir uns hier mal ein paar... Echos. Inspiration. Ah, okay. Mal gucken, ob wir das irgendwie verwenden können in unserer Taktik irgendwann. Wir könnten den vordersten fast auslöschen. Oder wir schieben ihn einfach nach hinten. Ich glaube, wir schieben ihn einfach mal nach hinten. Stirbt alles. Ast rein, weil einfach der Schaden besser aufgeteilt wird. Okay. Ja, da hatte 3 Dinger und jetzt ist er auf 5. Nice. Wir können ihn leider nicht nach vorne spielen. Wir könnten ihn hier noch reinklatschen. Oder, na, da brauchen wir eigentlich nicht noch mehr. Komm, dann laden wir einfach mal hier ein bisschen auf. Und den Rest lassen wir. Alright. 4 Schnitte auf den Gegner. Ja, gut, dass wir da nichts haben. Ach, warte. Ach, von der vordersten Einheit mit Schale. Aber das müsste doch eigentlich... auch ihn jetzt da betreffen. Ah, da müssen wir mal, gucken. Ja doch, passt schon. Ist runtergegangen. Ich dachte, der hätte vorher schon 5 gehabt und hätte das irgendwie nicht berücksichtigt. So, hier hätten wir den Tod des Bosses. Gut. Dann machen wir auch nichts mehr. Also mir gefallen die Wurmlinge. Ja, der Klang gefällt mir. So, okay. Ja, Glutentzug ist böse. Allerdings wäre das nice, wenn die Ebene leer ist. Das könnte man mit dem Ei verbinden. Füge gegnerischen Einheiten 5 Schaden pro Dings zu. Das geht auf alle, das ist nice. 3 Extraktion. Wende 3 Schwindel auf eine Einheit an. Auf eine Einheit. Im Endeffekt würde uns das 2 kosten. Wer gegen den Boss gut? Wir nehmen das Ding. Einfach, weil es auch unsere Echos auffüllt.
Und hier brauchen wir eigentlich nichts. Dankeschön. So, wo gehen wir hin? Oh, nochmal was kopieren? Ich würde sagen, nein, wir kopieren jetzt momentan nichts. Nee, wir gehen auf die rechte Seite. Holen uns ein bisschen Cash. Schmeißen Zugbegleiter raus, einfach weil die... erstens keine Beseelung geben. Haha. Warum auch immer, da stand doch... Stamm-Startkarten. Achso, die sind nicht von dem Stamm. Okay. Vor jedem Kampf ändere die Höllenglut-Gesundheit zu 50. Wenn Höllenglut-Gesundheit dadurch reduziert wird, erhalte... Nee, lass mal. Immer wenn du einen Zauber spielst, durch den eine gegnerische Einheit aufsteigen oder absteigen würde, wende zwei Schwindel an, da haben wir leider nichts. Im ersten Zug extra Dings... brauchen wir momentan ehrlich gesagt nicht, oder? Wir haben überall nur so... Na gut, das wäre vielleicht interessant, ne? Nee, wir würfeln einfach neu aus. Das ist alles nicht so prickelnd. Die 3 magische Kraft. Da wäre das halt 16. Nee. Da, wow, da ist nichts dabei für... Wow, 6 Artefakte angeguckt, für nichts entschieden. Halt mich fest. Zauberschild. Ah, nee. Ich habe dieses nach hinten schieben und so. Die sind aber mies. Die sind mies. Aber Schnitter könnte da eigentlich durchgehen. Schnitter geht da durch, ja. Wir bauen es trotzdem hier auf. Aber immerhin ist schon mal einer weg. So, da oben sind sie auch nicht mehr getarnt. Du hast 30 Life. Ich könnte die zwei hier unten reinstellen. Dann hätte ich noch... Ja, ich kann eh alle Karten spielen. Okay. Wir stellen euch mal hier unten rein. Ihr sterbt, macht 14 Schaden. Das kann ich abwenden. Zumindest ein bisschen. Und ich würde sagen... Wir schnibbeln in ihn rein. ...75 Gold dazu! Nice! So. Oh, alle mit Schwindel belegt. Nice! Das ist Schnieke. Ja, dann tarnen wir hier einfach mal. Hier wird alles sterben. 5 Damage kriege ich nicht raus. Leider, leider. Ja, dann lass uns doch gleich mal hier 2 loswerden. Ja, nee, passt schon. Oder sollen wir alle loswerden? Ja komm, die 2 da sind irrelevant. Oh, stimmt. Kostet nur 1. Und wir haben Rüstung gekriegt. So, wieder beide angeschwindelt, sagen wir es mal so. Du kommst hoch, du stirbst. Ist okay. Jetzt sagen wir, sprengen hier. Komm, wir geben hier mal ein bisschen. Warte mal, was macht der Verbrauch? Alle Karten. Alle Karten erhalten das. Nicht nur auf der Hand, sondern alle Karten? Deswegen hatten wir vorher da auch nicht 50, sondern ein bisschen mehr Damage drauf. Oh, I see. I see. Du stirbst sowieso. Wir könnten die 7 Schaden einfach negieren. Oh, wir könnten die auch so negieren. Okay.
Gut, die letzte Welle. Das Problem ist, dass er hier weitreichend hat. Nicht cool. Das geht auf die ganze Ebene da drüben. Ah, ist nicht ganz so effektiv. Wir kriegen auch ein bisschen aufs Maul durch die Karten. Schade. Die Schnitter bleiben. Das ist ja interessant. Also er stirbt hier auf jeden Fall. Komm, wir machen mal 60 Schaden. Schade. Ich will das Ding da oben sehen, wie es schlüpft. Ach ja, schön. Was nehmen wir? Lege einen verbrauchten Zauber oben auf deinen Ziehstapel. Das ist ja cool. Umgebungsladung. Ziehe 3 Karten. Wende Verbrauch aufgezogene Zauber an. Nochmal Schwindel. Ich würde sagen, wir nehmen das da. Und hier erlöschen Rufe 2 Harzwachser. Die sterben einem so schnell weg. Das hier kostet halt enorm viel für 3 Schwindel. Nee, ich mache mein Deck jetzt mal nicht dicker, wie es... oder als es schon ist. Aber Leute, ich werde die Folgen nicht einen ganzen Run durchlaufen lassen. Wir machen bei einer halben Stunde Schluss. Also, wir sehen uns nächste Folge. Die kommt ja auch noch heute. Macht's gut. Bis dann. Und ciao.